Jo, alle willkommen zurück zu Let's Play Call of Duty 2 aka. Wir dürfen Panzer fahren. Wir haben schon wieder einen Panzer gefahren. Ich glaube, wir spielen jetzt wieder mit einem Panzer. Auf geht's. Oder ist eine neue Mission? Nein! Tunesien, 1943. Tunesien 1943. Die Alliierten gewinnen an Boden und drängen das Afrika-Korps zur Maret-Linie, einer 35 Kilometer breiten Verteidigungslinie im östlichen Tunesien. Nach dem Verlust seiner Hauptversorgungsbasis in Libyen bereitet sich das Afrika-Korps auf die Verteidigung zu beiden Seiten vor. Es sitzt zwischen den amerikanischen Einheiten im Westen und den Truppen des britischen Commonwealths im Osten fest. Trotz dieses Vorteils müssen die Alliierten Vorsicht walten lassen, da das Gelände einen Vorteil für die Verteidiger darstellt. Nicht, wenn wir Panzer haben. Mit Panzer ist alles besser, verdammt. Doch, Panzerdivision, sehr gut. Wir hatten in den letzten Tagen nur wenig zu tun und haben unsere Position teuer gehalten. Seitdem warten wir darauf, dass der Rest der Division zu uns stößt. Es scheint, als hätten die Deutschen aus irgendeinem Grund ihre sieben Sachen gepackt in Windeseile die Flucht ergriffen. Sie ließen dabei intakte MGs, Treibstoff und Munition zurück. Ihr Lager muss langsam aber sicher verzweifelt werden, wenn die derartigen Dinge zurücklassen. Nein, ich bin aber Panzerdegradiert hier. Ist immer super, wenn man in den ersten 3 Sekunden des Spiels sofort stirbt. Ja, okay. Ein MG hat Reichweite, also von wo ich mich hindrehen kann. Ach komm schon, Spiel, leck nicht rum. Also eigentlich leckt nur OBS, ich sehe alles normal. Da kommt schon, sagen, wo liegt der Raketenwerfer? Die Leute, die am Funk sitzen, sind immer die Besten. Warum lädt denn der gerade nach? Hab ich... Was? So. Dum, 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 dum. So. Liegt ja zufällig ein Raketenwerfer. Ah, Details, bitte. Infanterie, die fand ich ist. Danke, dass ich die Katze nicht nochmal machen muss. Links sind auch welche.
Oh, der ist krass drauf. Das ist ein echter Mann, kann das sein? Hat einen Raketenwerfer? Wo ist der? Liegt doch garantiert einer. Oder du lässt mich jetzt Panzer fahren. Haben mich dann da eben noch was? Nein, Waffe. Warum darf der das und ich nicht? Ich will das auch können. Danke. Wie konnte der das sehen? Da waren wir noch gar nicht gewesen. Da oben. Da oben, ja, da oben. Die Spieler, kommt ja, der Spieler. Die Entwickler wussten genau, was derjenige, was alle jetzt Leute. Aua, das tut weh. So. Ja, ich mach was ich kann, aber es ist echt cool, muss ich sagen. Ja, überhitzt, weil ich ihn gesehen habe. Das war's. Wir sind weg hier. Dum, 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 dum. Ja, komm schon. Gott, das ist echt schwierig, weil ich nicht genau sehe, wie ich von den 100 Leuten eine Panzerfaust hat. Ich sehe nicht, wo da der Panzerfaust ist. Ich weiß echt nicht. Was geht denn? Ja, ich weiß, ich fahre nicht wirklich nicht. Ich bin nur auf Schienen und so. Dieses Geschütz auf Schienen und so.
Ich hab ihn gesehen und eigentlich ausgeschaltet. Mann! Emma, ich stehe auf der Straße. Okay, das ist schon mal ein gutes Zeichen. Dann kann ich vielleicht beim fünften Anlauf schaffen kann. Mann! Ja, feindlicher Panzer. Mit dem Panzer wäre ich lieber gefahren. Ganz ehrlich. Panzer ist toller. Warum steht da immer wieder ein Neuer mit der Panzerfaust? Ich sehe da so hin und ich sehe nicht, wie er da hinläuft. Wir sind weg hier. Und fahr nicht in die Feuerwacken, Sackgasse. Oh, es hielt sich gerade richtig scheiße. Ah, ich hasse das. Diese Stelle ist richtig kacke, weil wenn der um die Ecke fährt, kann ich nicht zielen. Überhaupt nicht zielen kann ich da. Ich weiß nicht, wo der herkommt. Okay. Wie du auch sagst. Wo kommt der andere Typ her? Wo kommt die Panzerfaust von unten her? Ey, tut mir leid, das ist gerade echt die krasse Stresssituation für mich. Normalerweise würde ich sagen, okay, ich halte mal kurz in Deckung. Ich halte die zwei Wellen aus. Und wenn der Wagen so fucking wackelt, das hat viel Einfluss darauf. Danke, dass man dafür überhitzt ist. Immer ein neuer fucking Safe Point, super. Schaffst du es dann? Ja, wo soll's hingehen? Links, rechts. Ich steuere den übrigens nicht, steuere nur das scheiß MG. Wo war der? Der muss irgendwo vorne auf dem Dach stehen oder so. Ey, ey, das ist echt scheiße. Hört, das war schon scriptet, okay. Ja, wo soll's denn hingehen, wenn nicht dahin? Auto nehmen und wegfahren?
War so meine Intention. Aber wahrscheinlich können die keine Schaltwagen fahren. Muss ich nicht da hoch? Wo muss ich hin? Der ist unsterblich, okay. Das ist der mit dem dünneren Schnitt wahrscheinlich. Ah, wir wissen doch, wie gut die Briten schießen können. Das ist alles ziemlich doof. Der stirbt. Ich würde mir gerne in Deckung gehen, danke. Oh. Ich kann nicht raus. Danke. Sagen die Tommies? Hallo. Ich geh mal kurz hier in Deckung. Hab ihn erwischt. Das ist der letzte LKW. Wir müssen hier unbedingt raus. Hier lang. Wie sollen denn die 200 Mann in den einen LKW rein? Weißt du was? Ich nehme einfach schnell meine Truppe und dann hauen wir ab, okay? Hui, LKW. Oder ich fahren? Oder was ist gedacht? Das ist übrigens mal eine echte Stadt. Eine leere Stadt. Wow, keine Panzer mehr. Ne, was soll's. Egal, Leute, beim nächsten Mal geht es hier weiter. Bin mal gespannt, ob es jetzt gerade eine Mission geht, in der wir es halt wieder einnehmen müssen. Oder so. Bin mal gespannt. Egal, beim nächsten Mal geht es hier weiter. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Bis zum nächsten Mal. Ciao.